Es war ein Trauerspiel, das der TSV 1860 den Fans im Relegationsrückspiel präsentierte. Im Löwenstüberl auf dem Trainingsgelände hatten sich einige wenige Fans eingefunden, aber vor über 62.000 Zuschauern in der Allianz Arena gab vor allem Jan Regensburg den Ton an und nach 41 Minuten stand es 2:0 für die Gäste. Vito Pereiras Spielplan, der nicht zu erkennen war, stand damit völlig auf dem Kopf. Die zweite Halbzeit brachte keine Tore mehr, aber dafür einen handfesten Skandal. Löwen-Ultras wollten das Zepter selbst in die Hand nehmen und warfen mit Stadioninventar um sich. Dies war wohl die gefährlichste Phase für Jan-Torhüter Philipp Hentke. Am Ende kam es, wie es kommen musste. Der TSV 1860 wird in der kommenden Saison in der dritten Liga spielen. Wie das alles finanziert wird, ist noch völlig offen.